hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein roter Faden, der Werte-Podcast mit Gästen. Und ich habe heute Michael Just hier bei mir als Gast. Und ich freue mich sehr, dass er seinen sehr, in meinem Gefühl her, sehr starken Wert Überzeugung mitgebracht hat. Und bevor wir jetzt gleich voller Überzeugung in den Wert Überzeugung starten, bitte ich dich, stell dich doch erstmal vor. Wer bist du? Was machst du? Damit die Hörer und Hörerinnen einen kleinen Eindruck kriegen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, hallo erstmal, liebe Agnes. Vielen, vielen Dank, dass du Interesse hattest, dieses Gespräch mit mir zu führen über diesen Wert. Ja, wer bin ich? Gute Frage eigentlich. Ja, den Namen hast du ja schon gesagt, Michael Just. Bin 53 Jahre alt, habe zwei Kinder, die sind beide erwachsen, zwei Söhne. Ja, im Ursprung komme ich eigentlich aus der IT, habe Datenverarbeitungskaufmann irgendwann mal gelernt und habe dann anschließend als Entwickler gearbeitet. Aber da will ich jetzt vielleicht gar nicht zu tief drauf eingehen, weil aus meiner Sicht hat das dann schon mit dem Wert, über den wir uns hier heute mit meinem, ja, ich glaube, deine Einschätzung ist ja richtig, mein tiefer Wert, Überzeugung, dass man Dinge aus Überzeugung tut, zu tun, wie sich dann die Dinge entwickelt haben. Also, dass ich dann 2000 IT-Leiter gewesen bin oder wurde bei der BSR nach 5 Jahren dort in der Systemtechnik. Da praktisch für die ganze IT verantwortlich war, dann habe ich mich im Anschluss selbstständig gemacht und arbeite seitdem als Unternehmensberater oder IT-Berater, Projektleiter und immer wieder eben auch als Coach und Mentor. Da hat mich jetzt in den letzten 3 Jahren im Schwerpunkt auch meine Überzeugung hingebracht, dies im Schwerpunkt und eigentlich ausschließlich machen zu wollen. Eben mit Menschen zu arbeiten, in ihrer Entwicklung, die sie haben, zu unterstützen, Dinge zu erreichen, die für sie außerhalb ihrer Reichweite liegen, in ihren Gedanken. Das wird jetzt zukünftig erstmal mein Überzeugungstäter-Dasein füllen. So möchte ich es mal formulieren. Ja, das ist ja spannend. Du hast ja gleich ein schönes Wort jetzt eingebracht, ein Überzeugungstäter. Was ist denn in deinen Augen ein Überzeugungstäter? Ja, was ist ein Überzeugungstäter? Ich bin auf jeden Fall einer. Ja, okay. Was macht dich aus dann? Was macht mich aus? Ja, also da sind wir ja schon praktisch mitten im Thema drin. Was ist für mich Überzeugung und wann bin ich überzeugt? Und das ist ja manchmal auch ganz negativ konnotiert sozusagen, dieser Begriff, dass Leute aus Überzeugung eben auch viel nicht gute Dinge tun. Das spielt bei mir natürlich überhaupt keine Rolle, kannst du dir sicherlich vorstellen, sondern ausschließlich im positiven Sinne oder eben im inhaltlichen Sinne, ja, dass es mir vielleicht gelungen ist oder vielleicht wurde das nie richtig wirklich vergraben, seiner Intuition zu folgen. So, ich glaube, da sehe ich große Überschneidungen zwischen der Intuition, die man als Mensch in unserer Gesellschaft abtrainiert bekommen hat, und der Überzeugung, Dinge zu tun, ohne möglicherweise bewusst darüber nachzudenken. So. Und für mich müssen sich mittlerweile, vielleicht bin ich da auch so ein kinästhetischer Typ, eben der alles spüren und anfassen muss, um Sachen zu beurteilen oder beurteilen zu können. Für mich müssen sich Dinge wirklich gut anfühlen. Dass daraus dann diese Überzeugung eher praktisch sofort auch spürbar ist. Also du sprichst ja gleich, was finde ich sehr Interessantes an. Ich verstehe dich so, du unterscheidest zwischen einer Überzeugung, die gespeist wird von der eigenen Intuition. Also was ist für mich richtig? Und dann habe ich eine gute Beziehung zu mir selber. So. Verglichen mit einer, ich sage jetzt mal, negativ konnotierten Überzeugung, die eher von außen gelehrt oder anerzogen wird, ohne dass ich ein gutes Gefühl oder Gespür für mich selber oder für meine eigene Intuition habe. Genau so habe ich das gemeint, ja. Weil aus meiner Sicht ist es ja letztendlich auch so, wo ich ja auch einen starken Kontakt zu habe, aktuell zum, also durch meine Kinder auch, durch mich selbst. Wir sind ja selber in der Schule gewesen und waren selber mit der Qualität des Bildungssystems konfrontiert. Da wird ja aus meiner Sicht eben bei der jungen Generation, die immer wieder nachgeschult werden, das abtrainiert. Dass du eben einen guten Bezug zu dir selbst hast. Kreativität wird abtrainiert. Es wird ja im Bildungssystem aus meiner Sicht jedenfalls mehr Wert darauf gelegt,
dich dahingehend auszubilden, dass du gut in die Gesellschaft passt, dass dir klar ist, wenn du A tust, passiert B und das ist entweder gut oder schlecht für dich. Und so wird aus meiner Sicht Intuition und eben Überzeugung rückgebildet oder eben nicht entsprechend entwickelt. So meine Sicht der Dinge. Und daraus kann natürlich auch passieren, dass oder entstehen, eine Sache der negativen Entstehung von Überzeugung, dass eben du in deiner Entscheidung der Überzeugung, du denkst, du bist von Dingen überzeugt, bist es aber, weil du dir über dein Bewusstsein, über einen Diskurs mit dir selbst zu der Erkenntnis kommst, das ist jetzt womöglich eine gute Entscheidung, aber eben nicht aus deiner tatsächlichen, echten, menschlichen Intuition heraus zu deiner Entscheidung kommst, ist das jetzt gerade gut, ist das Bestandteil von mir, passt das gut in die gesamte Situation. So möchte ich es vielleicht größer fassen. Ja. Ja, ich verstehe dich so, dass du sagst, eigentlich eine Überzeugung, die wir nicht mit uns selbst überprüft haben, dass das vielleicht eher einer Art Ideologie dann entspricht, dass es eine Ideologie wird. Genau. Also ja, na, die ist jetzt nicht so, hier hört die gute Überzeugung auf und hier überschreitet man eine Grenze und dann ist es eben eine Ideologie. So ist es natürlich nicht. Das ist natürlich ein riesen Graubereich. Fließend, ja. Fließende Übergänge. Ja, klar, natürlich. Ja. Ja. Natürlich, ja. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil als du gesagt hast, du möchtest über den Wert Überzeugung sprechen, obwohl ich das in meiner Reflexion mit mir selber, ich bin auch von sehr vielen Dingen sehr überzeugt. Und trotzdem, als du diesen Wert vorgeschlagen hast, sind in mir tatsächlich habe ich erstmal gar nicht so positive Gefühle dafür gehabt, für diesen Wert, weil es mir sehr, weil ich, wie soll ich sagen, die Fantasie hatte, dass wenn ich sehr von etwas überzeugt bin, dass ich dann auch gleichzeitig sehr unbeweglich werde. Und ich glaube, das hat vielleicht was damit zu tun, was du jetzt ja schon eigentlich vorweggenommen hast im Anfang unseres Gespräches, dass ich dann vielleicht dazu tendiere, es nicht immer wieder zu überprüfen. Ist das wirklich meine Überzeugung? Oder hat sich inzwischen was geändert? Habe ich neue Erfahrungen gemacht und dadurch komme ich vielleicht zu neuen Überzeugungen? Geht ja eigentlich genau in die gleiche Richtung, wie du gesagt hast, dass es wichtig ist, eine gute Verbindung zu sich selber zu haben und zur eigenen Intuition, um eben genau immer wieder überprüfen zu können. Stimmt meine Überzeugung noch? Auch das aus meiner Sicht oder jetzt in der Rückschau von vornherein natürlich nicht. Das ist also da, wo ich in meiner Erkenntnis zur Überzeugung heute stehe, ist ja natürlich auch bewusster, gar keine Frage, als es möglicherweise von seit ich leben und denken kann. Weil es ist ja auch ein langer Prozess, dass aus meiner Sicht eben die Intuition sozusagen frei bleiben kann. Ja, Intuition ist ein Teil kreativer Entwicklung aus meiner Sicht. Mhm. Und dass das frei bleiben kann, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich früh an Musik herangeführt worden bin und ein Instrument gelernt hat, das so immer irgendwie Kreativität gefordert gewesen ist, dass dieser Teil, der für Überzeugung im positiven Sinne, ohne dass es bewusst stattfindet, immer gefördert worden ist durch Kreativität. Letztendlich ist ja unsere Wahrnehmung oder unser Gehirn von der Funktionalität her irgendwie nur in der Lage zu unterscheiden aus meiner Sicht. So, wir haben ganz viele Erfahrungswerte und dann kommt ein neuer Erfahrungswert und den gleiche ich ab, ist ja gut, ist ja schlecht. Mhm. Mit den Vergleich das sozusagen mit den Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Genau so. Und von daher wird ja der Schatz, auf diesen Erfahrungswertschatz, der wird ja immer größer. Und dadurch, egal ob er richtig oder in Anführungszeichen natürlich gesetzt richtig oder falsch ist, gut oder schlecht, ist ja immer eine subjektive Einschätzung oder Betrachtung, wird der natürlich immer sicherer und bewusster auch aus meiner Sicht. So. Und dann ist natürlich auch aus meiner Sicht, oder nicht natürlich, ist eigentlich ein blöder Begriff, aber vielleicht in dem Zusammenhang schon, weil aus meiner Sicht ja schon von der Natur her, wenn man also natürlich ist ja aus der Natur heraus entstehend, wird ja oft falsch benutzt, ist es ja schon so, dass der Mensch eben auch Intuition besitzt. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich der Meinung bin, dass es auch gerne abtrainiert wird vom
in Anführungszeichen System oder von unserer Gesellschaft oder von denen, die für das, wie unsere Gesellschaft sein soll, Verantwortung tragen an ganz unterschiedlichen Stellen, dass es da eben dieses Bauchgefühl, die Intuition, die daraus entstehende Überzeugung im positiven Sinne für die Menschen, für die Gesellschaft eben ja am besten vielleicht gar nicht so doll vorhanden sein soll. Zumindest die Verbindung dazu. Genau, genau, ja. Kannst du ein Beispiel nennen, wo Überzeugung oder eine starke Überzeugung von etwas dich in deinem Leben wirklich weitergebracht hat? Na, das war irgendwie aus der Situation heraus. Ich habe ja vorhin, und jetzt kommen wir ja so eben auch in die, wie hat Überzeugung in meinem Leben stattgefunden? Ja? Mhm. Wo ich vorhin im Lebenslauf so ein bisschen gebremst habe oder nicht so tief reingehen wollte. Wie ich ja erzählt habe, ich war für die gesamte IT, also als IT-Leiter bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben, kann man ja hier sagen, ist ja kein Problem, tätig und verantwortlich. 2.500 Arbeitsplätze rund um die Uhr zur Verfügung stehen, an 30 Standorten und so weiter. Ein Job, der durchaus fordernd ist. Das hat sich alles sehr positiv entwickelt gehabt, aus der Rückschau eben auch mit aus Überzeugung heraus, erst in der Systemtechnik zu sein und dann dort, wo Dinge irgendwie nicht gut organisiert waren, zu sagen, also würde ich anders machen und ja, dann mach mal, dann habe ich das gemacht und so hat sich das in 5 Jahren irgendwie relativ schnell über eine Gruppenleitung und hier müssen wir was Neues aufbauen, eben zu dieser IT-Leitung geführt. Dann war ich IT-Leiter und habe die Möglichkeit bekommen, die IT nach meinen Vorstellungen da irgendwie auch komplett neu auszurichten. Ja? Und was ja die Aufgabe von so einem IT-Leiter ist oder von Leitungspositionen, guck dir an, dein Bereich, was gibt's da für Handlungsbedarf und dann mach den und dann ist alles viel, viel schöner. Also das war dann irgendwie so ein Prozess von 5 Jahren und dann war ich in Anführungszeichen mit meiner Aufgabe fertig und hatte dann auch andere Angebote, wo ich hätte hingehen können, in der gleichen Position. Zu diesem Zeitpunkt war das tatsächlich irgendwie so, dass IT-Leiter, so CIOs, irgendwie so eine Halbwertszeit, wie ich es immer genannt habe, berufliche Halbwertszeit von 5 bis 7 Jahren hatten, ja, oder 4 bis 7 Jahren. Und habe mich dann aber entschlossen, und konnte das auch gar nicht begründen. Meine Mutter hat damals gefragt, oder viele in meinem Umfeld, bist du irre da irgendwie so, du bist auch im öffentlichen Dienst und da hast du einen coolen Job irgendwie und kriegst viel Geld. Und ich konnte das auch gar nicht richtig begründen, zu sagen, so, ich mache mich jetzt selbstständig. Weil mit so wie meine Überzeugung war, diese Aufgabe wahrnehmen zu wollen, bin ich die ganzen 5 Jahre dort schon bei den BSR an Grenzen gestoßen. Was meinst du jetzt an, also welche Aufgabe? Ne, die Aufgabe des IT-Leiters. Ach so. Also diesen ganzen Bereich zu führen, die Mitarbeiter zu führen, die Vorgabeziele zu erreichen, Kosten zu reduzieren, Personal abzubauen. Was waren jetzt die Grenzen für dich, an die du gestoßen bist? Ne, ich hatte ganz besondere Vorstellungen zum Beispiel von den Arbeitszeiten meiner Mitarbeiter. Ah, okay, also du hattest bestimmte Überzeugungen, wie etwas sein soll, damit es gut ist. Genau. Und das konntest du nicht umsetzen, so verstehe ich dich. Richtig, genau, genau. Also da wiederum eben auch noch gerne zwei Beispiele dazu. In der IT, wenn irgendwie, also hat sich ja auch viel entwickelt, aber damals zu dem Zeitpunkt war es halt eben so, da war es eben viel auch noch, auch außerhalb der öffentlichen Verwaltung irgendwie krustig so. Arbeitszeiten 9 bis 15 Uhr und dann, ja, aber wir waren ja in dem Team, ich hatte 20 Mitarbeiter und wir waren da irgendwie für 7 Millionen Euro verantwortlich oder ich letztendlich, aber mit dem Team. Bin immer schon ein Teamplayer gewesen oder eine Führungskraft, die sagt, ich habe ja gar keine Ahnung, sag mir mal, was ich machen soll, ich trage die Verantwortung. Mhm. Das war deine Überzeugung, dass das gut ist? Ja, na klar. Ja. Das war meine Überzeugung, dass es gut ist. Also da hatte ich schon dann immer, haben sich aus den Erfahrungen, wie ich Dinge gemacht habe, die irgendwie gut funktioniert haben, neue Überzeugungen und Vorstellungen abgeleitet, die dann auch gut sein sollen und müssen irgendwie. Und das
das ist so ein, ja, das hat sich irgendwie so, zieht sich durch mein ganzes Leben irgendwie durch, so. Und da, als Beispiel, haben wir ja viel am Wochenende gearbeitet. So, irgendwie, wenn alle anderen nicht arbeiten, dann kannst du irgendwie Updates ans 2000 Computern machen. Ich kann das nicht machen, wenn du gerade irgendwie da deine Verwaltungsaufgabe tätig nachgehen willst, dann kann ich kein System-Update machen und irgendwie 2000 Leute sitzen rum 2 Stunden. Da, ja. Ja, und dann kommt so ein Personalrat an und sagt, kannst du ja nicht machen. So, wir haben ja hier einen Manteltarifvertrag, da gibt es eben geregelte Arbeitszeiten, kann man nicht machen. Warte mal, ganz kurz, damit ich das nochmal, also zum Beispiel war jetzt hier deine Überzeugung, es, wann es auch sinnvoll ist, dass ihr euren Job macht. Genau. Also zum Beispiel am Wochenende, und das wollte deine Überzeugung war, das ist sinnvoll, das so flexibel zu sehen. Aber komplett und flexibel. Ja, genau. Und jetzt kommt jemand aus dem Unternehmen und dann gibt's und eben sagt, Rahmenbedingungen. Diese genau, in unserem System ist diese Flexibilität nicht vorgesehen, also lass es bitte. So verstehe ich dich jetzt gerade. Genau, genau. Und dann sage ich halt, wozu ist denn das denn meine Aufgabe? Ich bin doch hier Führungskraft und ihr sagt, wir haben hier Ziele vereinbart und um die Ziele zu vereinbaren, möchte ich bitte die entsprechenden Freiheiten haben, um die umzusetzen. Mhm. Hast du aber nicht bekommen, oder? Naja, also es war teilweise sehr, sehr anstrengend, eben denn Regelungen zu finden, dass der, also nimm mal dieses Beispiel mit dieser Arbeitszeit, ja, weil es das Markanteste, und da kann ich ja auch konkret sagen, wie wir das dann gemacht haben, ist ja lange genug her. Also auch mit Zustimmung des entsprechenden Personalrats. Wir haben das mit, geschafft mit den Mitarbeitern, also war ja nicht mein Wunsch, sondern ich habe ja eben auch nur den das umsetzen wollen, was die Mitarbeiter praktisch von mir gefordert haben, um dass sie ihren Job vernünftig machen können. Das, und das habe ich dann wieder darum gegenüber versucht, als Führungskraft gegenüber dem Personalrat zu vertreten. Und der hat gesagt, irgendwie, ja, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, das muss aber irgendwie gehen, sonst machen wir einfach unseren Job nicht mehr. Und dann hast du auch wieder ein Problem. Über solche Mechanismen, die eben an einem Regelwerk, das sich andere Leute für dich ausgedacht haben und dir jetzt erklären, dass es gerade denn gut für dich ist, das hat dann für mich mit Überzeugung aus meiner Art, aus meiner Arbeit und wie ich sie eben wahrnehmen kann, nicht mehr viel zu tun. Und da hat sich das dann eben auch auseinanderdividiert. Dass, also da kann ich heute vielleicht so erklären, wie wir es jetzt im Gespräch machen, passiert denn jetzt tatsächlich mal genau so. Das sicherlich eben so zu erklären war, dass ich aus diesem Grund mit entschieden habe damals, ich möchte so einen Job nicht wieder haben. Weil ich möchte so arbeiten können, wie ich möchte. Ja, weil das deiner Überzeugung widerspricht. Richtig, genau. Meine Fantasie gerade ist, während ich dir so zuhöre, ist, du hattest eine bestimmte Überzeugung und das hast du vielleicht auch mit deinen Mitarbeitern, also mit deinem Team entwickelt, wie es gut ist, euren Job zu machen. Und davon wart ihr sehr überzeugt. Extrem. Verständlicherweise. Wir waren davon sogar extrem überzeugt, weil wir es denn auch einfach gemacht haben. Egal. So, und der Personalrat dann damals, und das ist dann eben auch wieder ein cooler Typ gewesen, muss man mal ganz ehrlich sagen, der dann eben auch verstanden hat, was unsere Überzeugung ist und unsere Qualität der Arbeit eben auch ist und ausmacht, durch die Überzeugung, wenn wir eben genau um dieses Thema reden, der dann gesagt hat, okay, ihr müsst nur aufpassen, wenn jetzt irgendjemand, wenn der jetzt, keine Ahnung, morgens um 3 nach Hause fährt von der Arbeit und dem da irgendwas passiert, dass wir diesen Fall dann sauber abdecken. Das kann ja mal passieren, wir hatten ja auch so Rufbereitschaftszeiten. Man muss es denn nur sauber darstellen. So, und so konnten wir denn nach unserer Überzeugung handhaben und hatten denn wirklich die letzten 2 Jahre da komplett freie Bahn im Prinzip und konnten irre Ergebnisse. Also muss ich heute auch noch sagen, ich bin ganz, ganz dankbar und demütig gegenüber diesem Arbeitgeber und meinem damaligen Chef da. Jetzt warte mal noch mal kurz zurück, bevor wir die Geschichte gleich weiterentwickeln. Ja. Es war ja eure Überzeugung, so ist es gut. Und der Erfolg hatte euch ja auch recht gegeben. Und ihr wart aber gleichzeitig, so verstehe ich das, in einem System von anderen Überzeugungen. Jetzt nehmen wir mal an, diese Arbeitszeitenregelung kam auch aus einer bestimmten Überzeugung von, so ist es gut für unsere Mitarbeiter zu arbeiten, nämlich jetzt, ich vermute mal, das Wochenende frei zu haben, nicht nach einer bestimmten Uhrzeit zu arbeiten. Also zum Beispiel die Überzeugung, geregelte Arbeitszeiten sind gut für unsere Mitarbeiter. Und diese beiden Überzeugungen, behaupte ich jetzt mal, sind da aufeinander geprallt. Und dann habt ihr euch da euren Weg so durchgesucht. Aber ich verstehe natürlich, dass es in so einem Zusammenhang
Und jetzt würde ich auch sagen, dann verstehe ich, dass du irgendwann gesagt hast, so, ich möchte jetzt aus diesem System raus, dass es einfach wahnsinnig anstrengend und energiefressend ist, für einerseits für deine Überzeugung einzustehen und es so durchzuziehen, aber gleichzeitig natürlich immer die ganze Zeit mit diesen anderen, ich nenne es jetzt mal Überzeugungssystem, konfrontiert zu sein. Genau, also das ist besser kann ich es gar nicht selber zusammenfassen. Genauso ist es. Natürlich sind vermutlich, sagen wir mal wohlwollend betrachtet, solche Regelungen, wenn wir in diesem Wort bleiben wollen, also die anderen Überzeugungssysteme, die uns da gegenüberstanden sozusagen oder im Weg standen, natürlich vielleicht auch aus dem positiven Antrieb heraus entstanden. Spiegelt ja auch an vielen anderen Stellen wieder, möchte ich mal so formulieren, um das kurz zu halten auch. Es ist halt eben einfach teilweise, wenn ich mir so eine Regelung angucke, einfach total überreguliert. Ich meine, und da sind wir ja wieder an dem Punkt Überzeugung, denn wie sollen denn wirklich freie Überzeugungen tatsächlich entstehen durch Kreativität? Wie sollen denn daraus Erfolge erwachsen? Wenn auf der anderen Seite eben dort eingeschränkt wird. Da weißt du was, da sagst du ja auch wieder was ganz Interessantes. Und zwar, wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist mit einer guten Intention oder mit der Überzeugung entstanden, was Gutes zu tun. Das unterstellen wir denen jetzt erstmal, dass die was Gutes wollen. Ja, na klar. Ja. Na, natürlich. Und da, das ist sehr, sehr spannend und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe, so in Worte zu fassen. Das entsteht ja wahrscheinlich aus einer Überzeugung heraus, dass ich als derjenige, der diese Regeln jetzt, ich nenne es jetzt mal, erfindet oder entwickelt, weiß, was andere brauchen. Und das macht die ganze Sache. Und ich glaube, es kommt ja auch vielleicht aus einer anderen Geschichte noch, weil wenn wir jetzt mal noch ganz weit zurückdenken, wie Arbeitnehmer mal früher behandelt wurden, da war ja eine andere Überzeugung. Da war ja so, ich hole aus denen alles raus, was nur geht. Ja, da konnte man von der 40-Stunden-Woche nur träumen. Da haben die Leute, konnten sie froh sein, wenn sie den Sonntag frei kriegen. Und dann ist ja im Laufe der Zeit, hat sich ja etwas entwickelt. Und dann wurden ja viele solche Regeln auch als Schutz der damals vielleicht schon diesem anderen System sehr ausgelieferten Menschen erfunden. Und das ist vielleicht die Geschichte, die dahinter steht. Und vielleicht ist dieser Gedanke oder dieses Denken noch so stark, dass Menschen geschützt werden müssen vor Willkür, vor Ausbeutung, dass die dann jetzt vielleicht übersehen, dass Menschen inzwischen was anderes brauchen. Und was anderes gut für die ist, also wie du sagst, mehr Freiheit, mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, also ich habe es dann, hast du wirklich gut zusammengefasst. Ja, und natürlich haben sich da bei Menschen Gedanken gemacht und es gab auch sicherlich diese Zeiten, wo Mitarbeiter vielleicht vor sich selbst in Anführungszeichen oder eben, weniger vor sich selbst als vor denen, die Macht hatten, ne? Genau, sozusagen geschützt zu werden, richtig, so wie auch Gewerkschaften entstanden sind. Aber da sind halt die Entwicklung, du hast ja vorhin auch das Wort Macht angesprochen, diejenigen, die da irgendwie die Macht haben. Und so bin ich ja auch von meiner Überzeugung nie an die Aufgabe Führungskraft sozusagen rangegangen. Was steht denn da für eine Überzeugung dahinter? Wie du es machst, also dass du, also so klingt es für mich, dass du sehr großen Wert darauf legst, zu hören, was die Leute in deinem Team zum Beispiel brauchen, um gut arbeiten zu können. Was für eine Überzeugung steckt da dahinter? Na, die Überzeugung steckt dahinter, dass ich also wirklich davon überzeugt bin, dass alle Menschen ganz einzigartig sind und ganz viele Potenziale haben. Und diese können sie gar nicht, also wird ja auch, da sind wir wieder bei der Gesellschaft und beim Bildungssystem, es wird ja aus meiner Sicht regelrecht unterdrückt. Was wolltest du? Und ich wollte immer, ich kann es gar nicht genau erklären. Da komme ich tatsächlich an meine Grenzen, oder ob das die Grenze der Sprache ist oder eben die Grenze meines Intellektes. Ich glaube, es geht eher darum, das jetzt nochmal weiter zu erforschen vielleicht, oder? Ja, aber ich habe immer die Vorstellung, also ich bin ja nicht besser als meine Mitarbeiter.
als Führungskraft. Ich bin garantiert nicht besser in so, ja. Ich habe vielleicht eine Fähigkeit oder die Überzeugung dazu, dass ich sage, okay, ich übernehme, wenn ich davon überzeugt bin, dass mir hier eine richtige Lösung angeboten wird, übernehme ich dafür gerne die Verantwortung, dann setzen wir die um und dann wird es auch ein Erfolg werden. Also ich habe ja nicht vorgegeben, wie Dinge zu machen sind, sondern es ist ja aus der Definition der Aufgabe das Ziel klar. Das muss ich den Leuten in ihrem Fachbereich nicht erklären, dem muss ich nicht die Welt erklären. Also du warst überzeugt davon, dass die wissen, was sie tun müssen, ja, um genau. zum Erfolg zu kommen. Das sind alle Top-Leute gewesen. Und deine Überzeugung war, dass du eigentlich den Rahmen gibst, damit sie es gut machen können. Genau, ich bin eigentlich nur, wurde auch manchmal gesagt, wenn wir da Projektarbeit im letzten Jahr, wo wir wirklich viel Projektarbeit am Wochenende vor Ort gemacht haben noch, was heute ja teilweise technisch gar nicht mehr notwendig ist. Wir mussten dann auf einzelnen Standorten da Rollouts machen und ich bin da immer nur als Pausenclown rumgerannt. Um die Leute bei Laune zu halten, damit sie gut arbeiten können. Ja, na klar, ich bin da hingefahren am Wochenende, wenn die Crew sozusagen da irgendwie Umstellung gemacht hat, hab die mit Essen versorgt, hab die mit guter Laune versorgt und wenn es am Ende die Umstellung erfolgreich war, was das in der Regel immer war, natürlich gab es auch Schwierigkeiten, gar keine. Die wussten immer, sie brauchen vor nichts und niemandem Angst zu haben. Das macht vielleicht der Micha mit seiner Überzeugung, der hält uns den Rücken frei. So, der hält uns den Rücken frei. Und also ich erinnere mich an einen Schlüsselmoment mit meinem damaligen Administrator für das Exchange Mailing System. Schwieriges Wort. Schwieriges Wort, ja. Genau, ja. Also die Mailserver in Unternehmen, ja, wo so dein Outlook-Client dranhängt. Der ist abgestürzt damals und Sicherung eingespielt, hat halt nicht funktioniert. Und dann gab es eine einzige Möglichkeit noch, eine Sicherung wiederherzustellen, die jetzt, sagen wir mal, grenzwertig war. Und der saß praktisch vor mir und sagt so, wir haben nur noch die einzige Möglichkeit, ich weiß nicht, ob der gut geht und ich traue mich nicht, das zu machen. So, und dann haben wir da halt, weiß ich nicht, 20 Minuten uns maximal darüber unterhalten, welche Optionen, also es gab nur zwei Optionen, entweder wir probieren es nicht und fangen bei Null an oder wir probieren es und fangen bei Null an oder wir probieren es und es funktioniert. So, weil ungetestet, also müssen dann natürlich danach noch vielleicht Qualität sichern. Und er sagt, also er hätte sich das nicht getraut. Ich habe halt eben auch nur reingehört, was er eigentlich fühlt. Und habe ich gesagt, so, dann machst du das jetzt. Und wenn du dir in die Wand klatscht, ich krieg doch vor den Hut. Aber du doch nicht von mir. Du machst alles richtig, du kannst ja gar nichts falsch machen. So, was soll denn, wo ist denn, also Fehler, was sind denn Fehler? Fehler sind wertvoll, ja. Da sind wir auch wieder bei Überzeugung. Fehler sind aus meiner Überzeugung total wertvoll. Die einzig wirklich effektive Lernmethode sind Fehler machen und daraus lernen. Und die Gesellschaft sagt, wer Fehler macht, ist schlecht. So. Ganz überspitzt dargestellt. Zumindest ist die Chance groß, dass du dann tierisch dafür eins auf den Deckel kriegst und dass dann dein Teamleiter, also jetzt, wenn das jetzt nicht du gewesen wärst, sondern irgendein anderer, dann halt sagt, ja, aber ich kann ja nicht wissen, was der da macht. Er ist ja der Profi und ne, genau. So, Hauptsache ich stehe gut da, genau. So, und da war meine Überzeugung immer, also ich bin für die Mitarbeiter da, nicht die für mich. Daraus resultiert auch meine heutige Überzeugung, da sind wir wieder bei Überzeugung, dass ich sage, du kannst Führungskraft, kannst du nicht lernen. Das bringst du halt irgendwie mit und dann kann man das sicherlich methodisch ausbauen, aber jeder bringt aus seinem Wesen heraus bestimmte, das hatte ich ja vorhin schon mal gestriffen, irgendwie Potenziale und Talente bringt er mit. Und die kann ich fördern und dann wird das alles eine richtig natürliche und energiereiche und eine Überzeugungssache im Leben eines jeden. Und da erkenne ich, ja, ganz speziell, gerade wenn man eben auch so Coachings oder Mentorings macht, da eben reinzuspüren in den Menschen, die Potenziale zu erkennen und die freizulegen und den Menschen die Sicherheit dafür zu geben, dass das der richtige Weg ist. Na, und auch, dass sie, so wie du ja vielleicht mit deinen Mitarbeitern aufgestellt warst, ihnen eigentlich einen geschützten Raum dafür zur Verfügung stellst, genau. Für diese Entwicklung.
so einfach ist. Vielen Dank für deine Hilfe an der Stelle, weil ich werde ja oft gefragt, so, wenn du so Coaching und Mentoring machst, was machst du da überhaupt? Meine Mutti hat das immer gefragt. Ja. Ist ja schon leider 2014 verstorben. Der, denke ich, heute aus der Sicht der wichtigste Mensch in meinem Leben tatsächlich. Hast du von der Überzeugung gelernt? Oder gelernt, ja, dass Überzeugung, ja, was Wichtiges, ja, ist? Ja. Aber nicht bewusst. Ja, aber kannst du vielleicht rückblickend jetzt, wenn du jetzt zurückblickst, dich an eine Situation erinnern, wo du denkst, wow. Das ist ganz schwer. Das ist wirklich schwer. Da habe ich tatsächlich schon drüber nach, also ganz viel drüber nachgedacht, natürlich über den, seit der Zeit, wo meine Mutti verstorben ist. Da habe ich sehr viel darüber, da habe ich ganz viel über ganz viel nachgedacht. Ganz entscheidender Punkt in meinem Leben. Nee. Also sie hat wahrscheinlich genau, ja, oder für mich der Wert Überzeugung ausmacht, das hat sie mir in diesem Rahmen, du hast ja gerade von dem Rahmen im Coaching, von diesem freien Rahmen, ja, wir sind ja hier, wenn wir so in dieser Zoom-Konferenz sind, da haben wir ja immer so einen bildlichen Rahmen, und sie hat mir einfach wahrscheinlich diesen Rahmen und die Freiheit da drin gezeigt, spüren lassen, gegeben, so, um damit der kleine Michael in diesem Rahmen sein Leben lang bis zu ihrem Tod in diesem Rahmen gedeihen und sich entwickeln kann. Naja, also für mich klingt das jetzt so, das ist eine Fantasie von mir, dass sie dir eben das, was du deinen Mitarbeitern jetzt zum Beispiel gibst, nämlich die Sicherheit, dass sie sich darauf verlassen können, dass du sie nicht in die Pfanne haust, sondern immer dafür einstehst, was in deiner Abteilung passiert. Das können Eltern ja auch wunderbar, ist ja auch für ihre Kinder machen, zu sagen, egal was du machst, ich bin für dich da, ich verurteile dich nicht und ich bin überzeugt davon, dass das für dich und für deine Entwicklung gut ist, wenn du Fehler machst und aber weißt, ich liebe dich trotzdem, ja, ich liebe dich immer ganz unabhängig davon, ja, was du machst, ja, so. Genau, ja, also So wird es wahrscheinlich tatsächlich sein. Das bringt ja auch nochmal einen anderen Aspekt auf, der jetzt mal ganz unabhängig von Überzeugung ist, wie wichtig das natürlich ist, was unsere Eltern uns vorleben oder was sie uns geben. Also zum Beispiel jetzt die Sicherheit, jetzt in dem Fall, dass wir das überhaupt weitergeben können. Eben nicht die Überzeugung und eben nicht die Intuition und das Bauchgefühl immer wieder zu gängeln und einzuschränken und zu sagen, oh, das war jetzt aber, wenn du das nochmal machst da bist du jetzt aber schuld. Ja, oder das war jetzt aber dumm. Ja, dumm. Ja, naja, manchmal sind halt Dinge dumm. Aber wenn man eben die Möglichkeit bekommt, daraus zu lernen und nicht dafür schuld zu sein, dann kannst du ja im ganz positiven Sinne ganz viele dumme Sachen machen. Weil du dich ja in deiner Kreativität nicht einschränkt und dich in deinem Erfahrungsschatz immer weiterbringen muss. Ich würde gerne jetzt noch mal ein bisschen von der anderen Seite kommen. Also nicht von der anderen Seite, aber einen anderen Aspekt vielleicht. Und kannst du dich an einen Moment erinnern in deinem Leben, wo vielleicht deine persönliche Überzeugung es dir wirklich schwer gemacht hat? Ich denke, eine Zeit, wenn wir Teenager sind, ist ja die Peer Group besonders wichtig, also die Gleichaltrigen. Ja. Und kannst du dich da vielleicht an ein Beispiel erinnern, wo das vielleicht wirklich schwierig war für dich? Na klar, ja, natürlich, ja. Also meine Mutti ist gelernte Schneiderin, ja. Jetzt kannst du dir vorstellen, was kommt. Irgendwie, sie hat natürlich für uns Kinder, ich habe noch eine ältere Schwester, gerne mal eben auch Klamotten genäht, ja. So, und dann kannst du dir ja vorstellen in der Schule, wie die Peer Group aussieht und was die Peer Group mit ihr macht. Wenn das nicht ganz dem entspricht, meinst du, was die anderen tragen? Wenn du da nicht ganz Mainstream bist und ich war irgendwie noch nie Mainstream, so wenn irgendwie das, was alle gemacht haben, habe ich schon irgendwie gar nicht gemacht. Schon nur wahrscheinlich deshalb, weil alle das machen. Aus Überzeugung, ja. Irgendwie. Ja, da hat, also ich... Da sind wir ja noch in einem Bereich, wo man es vielleicht eben auch in der Rückschau schwer erklären kann, warum man Dinge so gemacht hat. Ja, das war dann halt so. Aber auch da sage ich, das hat dann sicherlich seinen Sinn gehabt. Wie meine Schwester sowieso immer sagt, alles im Leben hat seinen Sinn. Wenn du auch teilweise erst gar Jahre später erkennst, wo dieser gelegen hat
Ja, und dann war das halt eben vielleicht der Sinn, dass meine Mutter gesagt hat, so, wir haben eben nicht das Geld, dass du jetzt dir da, keine Ahnung, irgendwo irgendwelche Klamotten oder Adidas-Schuhe oder hast du nicht gesehen, sondern du kannst eben nur ganz normale Klamotten oder hier, ich habe dir eine Hose genäht und die kannst du anziehen. Hast du die aus Überzeugung getragen oder hast du die getragen, weil es halt nichts anderes gab? Zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Hätte ich natürlich lieben gerne was anderes getragen. Aber vielleicht hat er eben, also da ist der Sinn aus meiner Sicht dann eben auch wieder dabei, dass du eben das lernst, vielleicht auszuhalten, gegen die Peer Group zu stehen, wie du sie so liebevoll nennst, und eben trotzdem in dir selbst irgendwie dir deine Freiheit bewahren zu können. Ah, okay. Auch wenn es dich wenn es dich natürlich auch in dem Moment zwar irgendwie eingeschränkt hat. Aber es macht ja was mit dir. Viele Dinge, die du eben lernst, in deiner Jugend vielleicht eben auch gerade sehr unbewusst, die machen ja was mit dir und die machen was aus dir und geben dir Möglichkeiten. Und ich weiß auch nicht, ob meine Mutti das bewusst gemacht hat oder eben auch aus der Not heraus. Aber ja, natürlich, das war nicht schön. Ich stelle mir gerade so vor, auch wenn du da selber gar nicht so davon überzeugt warst, aber du hast vielleicht gelernt, anders zu sein. Fühlt sich zwar in dem Moment scheiße an, aber auch das geht irgendwann vorbei. Genau, aber dann daraus resultiert dann eben wieder später, wo du dann eben siehst, was alle machen, ja. Ja, Millionen Fliegen können ja nicht irren. So, ja. Irgendwie, und du dann da drauf guckst und sagst irgendwie, nee, fühlt sich nicht gut an, will ich nicht, mach ich anders. Und dann bist du wieder außerhalb der Peer Group, aber irgendwann ist dir das egal, weil... Du findest deine eigene Peergroup da, ne? Genau, und letztendlich damit erfolgreich vor dir selbst zu sein. Also ging mir nie darum, irgendwie irre viel Geld zu verdienen, sondern eben für mich selbst das Richtige zu tun. Es fühlt sich an, ich muss das tun, dann mache ich das. Und später mit wenigen Einschränkungen und Korrekturen natürlich war es offensichtlich auch gut, war es richtig. Ja, und dann damit für sich selbst, nur für mich selbst erfolgreich gewesen zu sein und mich immer noch genauso gut zu fühlen wie vorher oder vielleicht sogar noch besser. Ja, das war ja immer mein Antrieb und ist ja mein Überzeugungstäter-Dasein. Naja, eigentlich, dass du deinem Kopf folgst, also ne, deinem Weg folgst, ganz... Nein, meiner Intuition, meinem Bauch, meine Antennen werden ja auch immer irgendwie sensibler für das, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen sozusagen. Was ist da das Ziel? Also, was ist da meine Überzeugung? Was ist da meine Aufgabe? Was soll ich tun? Ach, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Eigentlich klingt das für mich jetzt so auch, dass wir in unserem Leben ja auch immer mehr unsere Überzeugung schärfen. Also ich denke schon, dass wir vielleicht, als wir jünger waren, von anderen Dingen überzeugt waren als heute. Ja, genau. Was ist denn eigentlich mein Sinn des Lebens? Was ist denn eigentlich meine Aufgabe, die ich hier habe? Was sind denn eigentlich meine Bestimmungen? Was sind denn eigentlich meine Talente? Also was wir ja alle... Ja, und was glaube ich, was richtig ist? Genau. Auch. Vor allem, was für mich richtig ist, was sich für mich gut anfühlt, ja, also und da eben, da kommen wir, da ist ja bei Überzeugung dann eben auch wieder, wenn wir dann zur Schule zurückkommen und sagen, wir haben da in der Klasse 30 junge Menschen, ja, und die sollen jetzt alle gleich gemacht werden. So, die sind aber total unterschiedlich und jeder hat da zu diesem Zeitpunkt im Prinzip schon seine Bestimmungen, seine Talente und seine Intuition und die wird dann durchs Bildungswesen egalisiert, standardisiert. Zumindest scheint einem das so zu sein. Also davon bin ich auch relativ gut überzeugt. Fest überzeugt. Da gibt es Überzeugung und Überzeugung. Also für einmal Überzeugung für mich selbst und dann für andere, wovon ich überzeugt bin, ja, da ist natürlich, da ist mein Freidenkengeist eben inzwischen so weit offen, dass ich natürlich immer zulasse, dass es alles auch ganz anders sein könnte. Da fällt mir rein gerade. Kannst du dich erinnern an einen Moment in deinem Leben, wo du mal komplett gegen deine Überzeugung gehandelt hast? Vielleicht doch erst im Rückblick bemerkt? Das ist ja immer eine gute Frage. Du kannst Fragen stellen, so irgendwie, wo man sagt, so, bam.
Jetzt hast du dich rechts rangefahren. Ja, aber ist ja auch, also das ist ja, was Gespräche auch ausmacht, was ich ja eingangs schon gesagt habe, was ich an deinem Podcast eben gut finde. So, da ist ein echtes Gespräch. Ja, das ist auch gut. Du bist ja echt interessiert. So, daraus resultieren so eine Fragen und dann ist man auf immer sprachlos. Und ja, also gibt's bestimmt. Der einzige Punkt, der mir jetzt spontan einfallen würde, den möchte ich jetzt vielleicht dann tatsächlich nicht. Da würde ich gerne drauf verzichten. Ja, verstehe ich. Ist alles gut, musst du auch nicht teilen, ja. Kannst du vielleicht trotzdem sagen, was da in dem Moment dann bei dir passiert ist? Also gefühlsmäßig meine ich. Wie hat sich das angefühlt? Kannst du dich da erinnern? Na, da könnte ich jetzt in der Rückschau, sagen wir mal so, in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, da war die ja gefühlt richtig. Ja, also die wenigsten Menschen werden ja nun mit bewusst falscher Entscheidung treffen, um sich zu geißeln oder so. Nee, sondern genau, du denkst ja, also die meisten Menschen gehen ja immer, also ich sage ja, es gibt ja immer nur mein Richtig. Mhm. Ja, genauso wie es für dich gibt es nur dein Richtig. Es gibt ja nicht so, wo ich jetzt sage, Agnes, dann hättest du doch mal richtig gemacht. Ja? Dann sagst du, ja, okay, du Trottel. Sondern es gibt ja dein Richtig, es gibt mein Richtig. Und in dem Moment, wo ich diese Entscheidung, von der wir sprechen, getroffen habe, war die natürlich richtig. Aber in der Rückschau basierte die Entscheidung aus diesen Erwartungen. Ja, aus diesem Rahmen, aus diesen, also du entscheidest nicht frei. Also du hast jetzt in der Rückschau das Gefühl, du warst in dem Moment eben nicht so frei, wie du eigentlich sonst warst oder gerne gewesen wärst. Ich habe eine Erwartungsentscheidung getroffen. Also was jemand von dir erwartet hat. Genau, was mein Umfeld praktisch erwartet. Oder was ich denke, was mein Umfeld... Noch so, schlimmer, ja. So. Ja. Also so funktioniert ja im Prinzip, aus meiner Sicht, das ist ja, was ich die ganze Zeit mit Bildungssystem und Gesellschaft immer meine, so funktioniert ja unsere Gesellschaft. Mhm. Aber kannst du, jetzt warte mal nochmal, kannst du dich erinnern, wie sich das angefühlt hat, als du gemerkt hast, das war gar nicht deine eigene Überzeugung, die dich zu dieser Entscheidung geführt hat? Das hat sicherlich einen Moment gedauert, sich das selbst nochmal vor Augen zu führen und einzugestehen und eben dann ja auch zu wissen, wenn ich jetzt die richtige, also wenn ich das korrigiere, dann wird es irgendwie ungemütlich. Mhm. So. Und das hat halt einen Moment gedauert und ist gereift und dann hat sich's gut angefühlt. Also in dem Moment, wo ich es korrigiert habe, hat sich's gut angefühlt. Also die Korrektur hat sich gut angefühlt. Mhm. Obwohl es ungemütlich dann vielleicht wurde. Ja, aber da bin ich ja dann auch wieder der Überzeugung, dass es mir denn, das halte ich, das kann ich seit langem dann gut aushalten. Also weil es sich unterm Strich für mich natürlich gut und richtig anfühlt. Dann ist es mir auch egal, was ein Umfeld, ein vermeintliches Umfeld dazu sagt. Dann kannst du die Ungemütlichkeit durchstehen, weil du weißt, jetzt ist es aber wirklich richtig, oder? Genau, und ich bin bei mir und bin guten Gewissens bei mir. Und natürlich gibt es in meinem Umfeld eben auch einige wenige, aber wirklich einige wenige, da brauche ich nicht mal eine ganze Hand zum Abzählen, die mir wichtig sind, wo ich natürlich schon hinhöre, wo auch bewusste Reflexion und so weiter stattfindet. So. Mhm. Die mir natürlich auch helfen in meiner Überzeugung. Diese Menschen. Weil sie ähnliche Überzeugungen teilen vielleicht, oder? Ja, auch teilweise auch nicht. Mhm. Aber die in der Reflexion, also offen sind für andere Überzeugungen dann zumindest. Korrekt. Also das ist ja eben die Kunst, mein Richtig und dein Richtig aushalten zu können. Ja. Was eben auch wieder, kann man ja permanent auf die Gesellschaft spiegeln, was die Gesellschaft alles nicht aushält an mein Richtig und dein Richtig, sondern es gibt ein Richtig und wenn du bei ein Richtig nicht bei bist, dann bist du halt kein Richtig. Bist du falsch. Dann bist du raus, ja. Und das ist natürlich auch so ein Ding, was ich erlebt habe mit meinen persönlichen richtigen Erkenntnissen, als es mit diesem ganzen Corona losging. Mhm. Das, nur kurz, also weil gehört ja auch letztendlich zu der Überzeugung. Ja, klar. Das hat mich praktisch meine 15-jährige Beraterexistenz gekostet. So, Punkt, aus.
So. Naja, also ich sage jetzt mal so, es gibt Situationen, da ist es wirklich, also ich sage jetzt mal, es ist ja durchaus ein Unterschied, ob ich jetzt für meine Überzeugung einstehe in einem Umfeld, wo eben das allgemeiner Konsens ist, dass es verschiedene Überzeugungen gibt. Mhm. Das ist ja ein Riesenunterschied. Oder ob ich für meine Überzeugung einstehe in einem Umfeld, und das ist ja jetzt nicht das erste Mal passiert in der Geschichte, sondern immer und immer, immer wieder, dass es dann wird es richtig ungemütlich. Ja? Und dann muss man sich wirklich eine starke Überzeugung haben, um dann auch dabei zu bleiben. Genau, das war jetzt im Prinzip ja auch nur beispielhaft, weil das natürlich besonders tiefgreifend war, aber das war ja vorher auch schon so. Also, aber da war es halt eben, ungemütlich so. Ungemütlich konnten wir ja eine Zeit lang alle gut aushalten, so. Also eine andere Meinung. Ja, man konnte sich eher noch vielleicht durchwursteln irgendwie, ne? Es ist halt schon, und das hat sich für mich eben auch herauskristallisiert in den geschäftlichen Ebenen, in denen ich unterwegs sein durfte in meiner Selbstständigkeit. Wir sind ja praktisch in meinem Lebenslauf 2005 stehen geblieben. Ich habe mich zwar selbstständig gemacht, aber da sind wir gar nicht tiefer eingegangen auf Überzeugung und wie sich das weitergezogen hat durch mein Leben bis heute. Und da gab es natürlich auch schon Feuerpunkte vor Corona, wo ich jetzt nicht unbedingt der gesellschaftlichen Meinung, die eben in Geschäftsführungsetagen in Berlin allgemeiner Konsens im Business-Smalltalk, den ich schon noch nie leiden konnte, kann ich heute ganz entspannt sagen, nie leiden konnte und auch nie wieder machen werde. Das ist jetzt zum Beispiel eine neue Überzeugung für mich, die sich einfach gut und richtig anfühlt aus den letzten 3 Jahren. Ja, und eben zu sagen, so, das fühlt sich nicht gut an, ich werde mich da nie wieder verstellen oder verbiegen. Und das war schon natürlich schon vorher so, wo es dann hieß, naja, just, denn dieses Thema sollten wir lieber, wenn wir nächstes Mal mit den Geschäftsführern von Firma XY essen gehen, hier für teuer Schweinegeld, um Akquise zu betreiben, das sollten wir dann lieber nächstes Mal weglassen. Ich werde in meinem Leben kein Thema mehr weglassen. Wenn du mich fragst zu irgendeinem Thema XY, völlig losgelöst nach meiner Meinung, dann kann ich höchstens noch vorher fragen, möchtest du meine Meinung wirklich hören? Und wenn du meine Meinung hören möchtest, dann werde ich dir meine Sicht der Dinge, meine Erkenntnis zu einem Thema gerne preisgeben und halte auch aus, dass jemand da zu ganz anderen Ergebnissen gekommen ist, was ja völlig normal ist. Ja, ist ja völlig normal. Du guckst dir ein Thema an und kommst zu einem ganz anderen Ergebnis. Ich gucke mir ein Thema an und wir tauschen uns aus und gewinnen gemeinsame Erkenntnisse. Eigentlich ein ganz total toller, positiver Prozess. Ja, ich sag jetzt auch mal, ich würde auch sagen, das ist ein sehr normaler Vorgang, wenn wir... Da sind wir aber schon relativ unnormal bei. Naja, es kommt wirklich immer ein bisschen, glaube ich, auf den Kontext an und auf die Betrachtungsweise. Natürlich. Aber ich finde jetzt, da sind jetzt schon wieder mehrere Sachen drin, die ich noch mal kurz reflektieren möchte. Gerne. Das eine ist ja, ich bin zum Beispiel total überzeugt davon, dass diese Zeit... wo, ja, also nennen Sie einfach mal die Zeit, wo Corona so richtig im Vordergrund stand. Wie soll ich sagen? Also was du eigentlich auch gesagt hast, es war nicht plötzlich komplett anders. Es waren nur Dinge einfach nicht mehr zu übersehen. Das ist das eine. Und für mich, ich bin auch total davon überzeugt tatsächlich, dass es gut war, dass Dinge auf den Tisch gekommen sind, die wir vorher uns irgendwie so noch durchwursteln konnten. Ja. Und für mich klingt das jetzt auch so, als wäre es für dich im Endeffekt jetzt positiv gewesen, weil du jetzt noch viel stärker weißt, wer bin, also dass du noch viel stärker weißt, ich will der sein, der ich bin. Genau. Und nicht etwas vorgeben, nur weil ich denke, dass ich da vielleicht einen Auftrag kriege oder was auch immer. Genau, genau so ist es. Also für mich ist die Zeit, egal wie für wie verrückt ich das gesellschaftlich halte und unvorstellbar und was man noch alles an Adjektiven benutzen könnte, um die letzten 3 Jahre zu beschreiben, wie ich sie empfunden habe, aber unterm Strich für mich total positiv. Weil da sind wir wieder bei meinem roten Faden, ja, und warum ich ja auch den Namen von dem Podcast eben so toll finde. Mein roter Faden ist ja eben, dass sich das durch mein Leben zieht wie ein roter Faden.
dass ich eben schon immer anders war, dass ich für nichts einen Zettel habe, was ich mache, ja, was natürlich auch immer meine Überzeugung am Anfang war, die Tatsache, dass ich keine Zettel hatte. Und später war dann die Überzeugung, da ich die scheinbar offensichtlich nie brauchte, also mit Zettel meine ich jetzt ein Zertifikat für irgendwas, was ich könnte. Ja, so, ich habe eine Berufsausbildung, die ist abgeschlossen, das ist ein Zettel, den ich habe irgendwie. Und dann habe ich irgendwie nochmal eine Anerkennung von meinem Arbeitgeber bekommen, dass ich irgendwie gleichzusetzen bin mit jemandem, der ein Fachhochschulstudium in Wirtschaftsinformatik hat. Aber ich habe damals mein Abitur, bin ich durchgefallen irgendwie, nur im Prüfungsblock. Ansonsten hätte ich ein ganz gutes Abitur gehabt. Meine Zeugnisse waren immer ordentlich, sehr ordentlich. Aber ich habe halt den Prüfungsblock versemmelt und habe dann auch entschieden, so, das machst du auf jeden Fall nicht nochmal. aus einer Überzeugung, die ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, also das war 100% Intuition und unsichtbare... Ja, war dir nicht bewusst, oder? So verstehe ich das. War dir nicht bewusst? Nee, das war eine Überzeugungshandlung, die ich bis heute ganz schwer erklären kann. Keine Ahnung. Also ich habe die Information gekriegt, hier, du, deine mündliche Prüfung hast jetzt auch irgendwie einen Ausfall. Wie alle deine Prüfungen hast du einen Ausfall und du hast damit kein Abitur. Und ich habe an Ort und Stelle gesagt, also ich werde auf jeden Fall nicht wiederholen. Ihr seht mich hier nicht wieder. So. Und dann... habe ich alles organisiert, um die Lehrstelle, die ich schon hatte, zu bekommen und habe dann gesagt, so, wenn ich irgendwas nicht brauche, dann ist es das. Den Zettel brauche ich nicht. Das ist auch schon wieder so spannend, weil ich arbeite ja, also meine Kundinnen sind Frauen in beruflichen Umbruch oder sogar Krisensituationen, die was Neues machen wollen, aber nicht genau wissen, was das sein könnte. Mhm. Und eine ganz oft Überzeugung, die mitbringen, ist, ich habe ja gar keine belegbaren Qualifikationen für das und das. Genau, brauchst du nicht. Das wünsche ich mir jetzt nochmal, wenn die das jetzt hier hören. Das ist ja einfach eine innere Überzeugung mit innerer Haltung, dass du es nicht brauchst. Wenn du denkst, du brauchst es, dann brauchst du es auch. Aber wenn du weißt, aus innerer Überzeugung, ich brauche es nicht, dann brauchst du es auch nicht. Und das, da sind wir ja eben auch wieder beim Coaching. Und seit 2006 habe ich mein erstes Coaching gemacht. Also auch wieder total spannend an der Stelle, dass wir darauf kommen, mit einer Frau, die als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet hat und da sehr unglücklich war. Und da bin ich zugekommen zu der Aufgabe wie die Jungfrau zum Kind. Und ich habe natürlich keine Coaching-Ausbildung, bis heute nicht, und kein Zertifikat für gar nichts. Und das macht es mir im Moment gerade ziemlich schwierig, da tatsächlich meiner Berufung sozusagen nachzugehen und die vertrieben zu bekommen oder irgendwo Partner zu finden, nachdem mein altes Netzwerk ja zusammengebrochen ist und ich auch gar nicht reaktivieren möchte, die, so eine Beratungsjobs wie in der machen dürfen, möchte ich auch gar nicht mehr machen. Weil, also auch da nochmal kurz eingefügt, ist es dazu gekommen, dass Beratungsjobs, die ich gemacht habe, dann oftmals an meiner Überzeugung gescheitert sind. So, du bist Berater und na natürlich, ich bin permanent in den Beratungsjobs an Grenzen gestoßen, weil dann von mir erwartet wurde, den Auftrag zu erfüllen, so wie die hundertprozentige Vorstellung ist von dem Auftraggeber, sein Ziel zu erreichen. Und also eigentlich seine Überzeugung eigentlich umzusetzen. Genau, aber wir kommen zu dem Ergebnis, dass er gar nicht seine tatsächliche Überzeugung hier umgesetzt haben möchte, sondern einfach nur vielleicht ein wirtschaftliches Ziel. Ist gar nicht seine Überzeugung, aber ist eben so. Und eine Idee eher, sage, also, vielleicht. So irgendwie, ja, kann ich gar nicht in Worte fassen denn teilweise. Und dann sage so, aber sinnvoll ist jetzt als nächsten Schritt dies zu machen. Also das haben wir ja gemeinsam sozusagen erarbeitet. Und dann kommt dann wieder so ein Spruch, den ich als beispielhaft immer mache. Aber Herr Jusse, können Sie das so nicht sagen. Doch. Doch. Eigentlich müsstest du dann sagen, ich muss es genauso sagen, wenn das genau, ist meine Überzeugung. Das ist meine Aufgabe. Dafür haben sie mich eigentlich geholt. Sie wollten genau das wissen und wollen es jetzt nur nicht zugeben. Oder wollen es nicht hören. Eigentlich ja? Nur, wollen eigentlich auch nur Ziele erfüllen, die von ihnen erwartet werden, wo sie wissen, die sind eigentlich falsch.
Das möchte ich nicht mehr machen. So, aber zurück eben auf das Coaching und die Überzeugung und die Frauen und die mit denen du arbeitest, bam, so ein riesen Klotz, den du hier aufziehst mit einer kurzen Eingabe. Nee, du hast hier schon so, dass dir das von dir ausgeht. Naja, ich gebe den Impuls, aber den Klotz machst du draus. Naja, ist aber dein Impuls, hast du richtig erkannt. Also zu der Frau. Genau, so. Und das bereitet mir auch große Schwierigkeiten, ja, weil natürlich überall, wo du als Coach oder Mentor in irgendein Partnernetzwerk möchtest, mir fällt da bisher nur eins ein, wo wir uns auch kennengelernt haben, wo das nicht nur Rolle gespielt hat, sondern wo ich ein tolles Gespräch hatte und die gesagt hat, du passt hier genau rein. So, und das habe ich auch vorher so in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ich habe ja auch gesagt, du, ich habe keine Zettel dafür. Ich bin zwar seit 15 Jahren Führungskräfte-Coach und auch für Privatleute als Coach tätig oder Mentor. Aber ich habe dafür keinen Zettel. Ich habe mir Methoden selbst beigebracht, selbst eine Methode entwickelt, habe mit einem Lerntherapeuten, mit dem ich jahrelang verbunden bin, privat, musikalisch verbunden bin, ein Schnellstudium sozusagen, wie ich immer sage, gemacht. Ich habe den ausgesaugt wie ein Schwamm. Ein 2-Stunden-Treffen ist da mehr wert als 3 Monate Vorlesung. So zieht sich das natürlich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich keine Zettel habe. So, und jetzt eben da wieder auf die Assistentin der Geschäftsführung zurückzukommen, die mein erstes Coaching war, da eben nach, was willst du denn wirklich zu suchen? Und dazu zu hören und da eben zu spüren, in welche Richtung das geht. Und da so ein bisschen rechts und links und eben auch diesen Raum wieder, was wir vorhin im Kontext meiner Mutter hatten, diesen Raum zu geben und diese Gewissheit, du hast ganz viele positive Dinge und Erfahrungen in deinem Lebenslauf, derer musst du dir nur bewusst werden, die musst du zulassen. Mhm. Ganz viele sagen habe ja keinen Zettel dafür. Und das kann ich ja nicht und da sind ja alle anderen viel besser. Ich habe immer gesagt, meine Mutti hätte auch die Telekom führen können. Da wären nur mehr Nullen an den Kostenstellen gewesen als in ihrem eigenen Portemonnaie, wo sie ihre Familie mit dem Haushaltsbudget durchbringen musste. Da muss sie auch Kosten stellen und kann nicht mehr ausgeben, als im Portemonnaie drin ist. Und dafür muss ich nicht eine besondere... Brauchst du keinen Zettel. Da brauche ich keinen Zettel. Da brauchst du Erfahrung. Fähigkeiten eben. Genau. So. Ja. Und das kann ich denn jetzt der Bogen... Abschluss sozusagen zu deinen Klientinnen, wenn da die ein oder andere vielleicht tatsächlich sich das hier mal anhören sollte und bis zu dieser Stelle hier vordringt und dran geblieben ist, den herzlichen Glückwunsch erstmal dafür und vielen Dank vor allen Dingen. Aber den kann ich tatsächlich auch nur mitnehmen. Guckt euch doch mal an, was ihr geleistet habt in eurem Leben und erkennt euch es selbst gegenüber an, dass ihr ganz besonders in ganz vielen Punkten seid. Und kommt da in eine Überzeugung rein, holt euch eure Überzeugung zurück und eure Intuition und euer Bauchgefühl. Und dann seid ihr auf einmal ganz starke Menschen, ganz starke Frauen und könnt viel mehr bewegen als der schärfste Manager mit 48 Zetteln, die er sich irgendwo gekauft hat und sich hat in seinen Lebenslauf schreiben lassen. Oder wenn du eine Bewerbung schreibst, dann versuch nicht, wie schreibt man eine Bewerbung, sondern guck dir am Ende deine Bewerbung an und frag dich, ob du das bist. Ich muss jetzt wirklich, das ist so ein schönes Schlusswort. Ich möchte, dass das jetzt so steht, weil das hat so viel Kraft für mich. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Freut mich, ja. Das war so reichhaltig jetzt für mich. Hat nochmal so viele... Wie soll ich sagen? Also es geht ja immer darum, dass unsere Werte für uns Ressourcen, also Kraftquellen sind. Und ich fand, bei dir war das sehr, sehr deutlich spürbar, wie deine Überzeugung dich oder deine Überzeugungen dich durch dein Leben geleitet haben und wie du damit für dich erfolgreich bist. Ja, wie dir das Kraft gibt und gegeben hat und was du dabei gelernt hast. Und ich habe jetzt so ein gutes Gefühl, jetzt am Ende unseres Gespräches, und ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll.
So, vielen, vielen Dank. Ja, also bedanke mich auch, muss es genauso zurückgeben. Du hast es, also ich merke es auch an mir, spüre das, dass ich eben auch tatsächlich wirklich emotional drin gewesen bin und jetzt auch wirklich bewusst sozusagen wieder loslassen und wieder runterkommen muss. Du hast eben tatsächlich, haben wir in dem Gespräch Dinge besprochen, die ich so noch gar nicht hatte teilweise. Und das fand ich auch sehr schön, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.